10 Absacker Spiel 2024 Herbstneuheiten. Heute möchte ich euch in meiner ersten Spiel 2024 Vorschau einige Spiele vorstellen, die ich besonders interessant finde, und zwar in der Kategorie Absacker, kleine Spiele, kurze Spiele, alles Spiele, die man so zwischendurch einschieben kann, die man nach einer etwas längeren Partie noch hinterher schieben kann oder die man auch als Starter beginnen kann. Das sind alles 10 Spiele, die ich mir jetzt herausgesucht habe, die ich besonders spannend finde. Bei dem einen Spiel weiß ich vielleicht schon ein bisschen mehr, bei dem anderen vielleicht eher ein bisschen weniger. Ja, je nach Informationsstand. Ich habe mir 10 Spiele herausgesucht und die möchte ich euch heute vorstellen. Auf geht's. Das erste Spiel, was ich besonders interessant finde, ist The Lie. Bei The Lie versuchen wir, Karten abzulegen. Es gibt quasi Karten von 1 bis 4 in 4 verschiedenen Farben, aber die Karten sind doppelseitig bedruckt und je nachdem, welche Seite man umdreht, ist dann immer eine Information unterschiedlich, und zwar entweder die Farbe oder die Zahl. Und dann geht es darum, die Karten in aufsteigender Reihenfolge abzugeben, und wer als erstes quasi seine Hand losgeworden ist, der gewinnt die Runde, und wer die meisten Runden gewinnt, der hat gewonnen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie dann der genaue Mechanismus ist, aber es geht wohl irgendwie darum, im richtigen Moment dann die richtigen Karten abzulegen, weil man die ja dann irgendwie umdrehen kann. Es klingt auf jeden Fall ganz interessant. Mal gucken, wie es dann funktioniert. Ein kleines, kurzes Absacker-Kartenspiel, wo man Karten ablegen muss. Ja, klingt auf jeden Fall nicht verkehrt. Das nächste Spiel ist ein kleines Stichspiel von 2F-Spiele, und zwar Fischen. Das finde ich sehr interessant, denn dieses Spiel geht einen etwas neuen Weg. Natürlich, ein Stichspiel braucht immer irgendwie eine kleine Eigenheit, einen kleinen Spezialmechanismus. Und hier ist es so, dass wir die Karten, die wir in den Stichen gewinnen, dann wieder als Handkarten bekommen. Das heißt, die Karten, die bleiben dann quasi nicht in den Stichen liegen, sondern wir haben dann für die nächste Runde diese als Handkarten zur Verfügung. Das heißt, vielleicht wollen wir am Anfang bestimmte Stiche gewinnen, um bestimmte Karten zu bekommen. Ich bin gespannt, wie das funktioniert und ob dann nicht irgendwie derjenige, der am Anfang die meisten Stiche macht, dann auch irgendwie in der zweiten Runde die meisten Stiche macht, weil er dann irgendwie mehr Karten hat als die anderen. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze funktioniert. Ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ist ein kleines Kartenstichspiel, das kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Und dann schauen wir mal nach der Messe, ob das tatsächlich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das nächste Spiel ist auch ein kleines Stichspiel, und zwar Sandbag. Das möchte ich mir genauer angucken, das ist von Bézier Games. Und bei Sandbag ist es so, dass wir am Anfang erstmal mit unseren Karten, die wir haben, oder mit so 3 Karten, die wir haben, so eine Ballongondelform. Also wir haben quasi so 2 Karten, die dann irgendwie so liegen, und die andere Karte liegt irgendwie so. Und dann haben wir erstmal irgendwie unsere Ballongondel geformt. Und das sind dann quasi so ausliegende Karten, die wir auch nach und nach aber immer mit den Gegnern swappen können. Also es gibt quasi die Möglichkeit, die dann auch anscheinend zu spielen und diese Karten dann aber mit den Gegnern zu swappen. Und dann ist es so, dass wir Sandbags loswerden wollen. Wir wollen quasi die Sandbeutel, die dann an diesen Ballon hängen, die wollen wir loswerden, damit unser Ballon nach oben fliegen kann. So funktioniert das thematisch. Ich habe ein bisschen in den Foren geguckt. Das scheint so mittelmäßig gut anzukommen, aber auch nur, weil es wohl nicht so ganz intuitiv ist mit diesem Aufbau am Anfang. Ich glaube, dass das Stichspiel dann doch relativ gut funktioniert und bin dann auch sehr gespannt, wenn ich es dann selber mal gespielt habe. Ich finde es aber mal ganz interessant, dass es mal so ein thematisches Stichspiel ist. Also ich kann mir das richtig vorstellen, dass wir diesen Ballon vor uns liegen haben. Das macht dann natürlich das auch ein bisschen mit den Karten aus. Und dann versuchen wir irgendwie die Stiche so zu machen, dass wir diese Ballons loswerden oder diese Sandbags an unseren Ballons und dann losfliegen zu können. Ja, finde ich sehr interessant und freue ich mich auf jeden Fall drauf. Dann bin ich auf ein sehr interessantes Spiel aufmerksam geworden, und zwar Agree to Disagree. Das Ganze ist von Adams Apple Games und kommt mit auch ganz interessanten Komponenten daher. Es geht darum, dass wir jemanden in der Runde finden müssen, der zu einem bestimmten Thema, zu einer bestimmten Fragestellung definitiv eine andere Meinung hat als man selbst, der quasi sozusagen die gegenteilige Meinung vertritt. Und es läuft so, es gibt einen aktiven Spieler und der aktive Spieler deckt dann irgendwie was auf. Das ist dann quasi so eine Fragestellung und dann gibt er seine Meinung quasi zu dieser Fragestellung kund, indem er so ein kleines Plastikteil in eine bestimmte Richtung dreht. Und alle anderen Spieler müssen das auch. Die müssen dann quasi sich auch entscheiden, ob sie das irgendwie, keine Ahnung, man kann zum Beispiel sagen, Nutella mit Butter oder ohne Butter.
So, und dann heißt irgendwie, die eine Richtung heißt mit Butter und die andere Richtung heißt irgendwie ohne Butter. Und das machen die Leute dann geheim. Die müssen dann quasi ihr Device, das ist so ein kleiner USB-Stick im Grunde genommen aus Plastik, in eine bestimmte Richtung drehen. Und dann muss der aktive Spieler sich einen Spieler aussuchen, bei dem er denkt, dass derjenige die gegenteilige Meinung als er selbst vertritt. Und dann nimmt er sich das Device von dem und versucht das in sein Device zu stecken. Und wenn das tatsächlich die gegenteilige Meinung ist, dann passt das zusammen. Und wenn das nicht die gegenteilige Meinung ist, dann passt das nicht zusammen. Ja, und dann kriegt man natürlich irgendwie Punkte, diejenigen, die dann irgendwie zusammengepasst haben und der aktive Spieler und so weiter. Aber bei sowas, ja, ist ja eher so ein Kennenlernspiel. Da geht es ja eigentlich nicht so wirklich um Punkte. Aber ja, fand ich sehr interessant mit diesen kleinen Mini-USB-Sticks und ja, so ein bisschen, um Leute kennenzulernen oder einschätzen zu können. Ein sehr interessantes Partyspiel, Party-Kennenlernspiel, vielleicht auch so zum auf der Arbeit irgendwie als Teambuilding oder irgendwie sowas kann man das natürlich auch gut benutzen. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Dann habe ich ein weiteres, witziges, interessantes, komisches Spiel entdeckt, auf das ich sehr gespannt bin, und zwar Asteroid Dice von Camden Games. Und bei Asteroid Dice geht es, ja, ich weiß gar nicht, es ist so eine Mischung aus Halligalli und dieses Throw the Burrito-Spiel, habe ich so das Gefühl. Auf jeden Fall ist es so, ja, wir wollen Karten aufdecken. Wir decken quasi immer alle gleichzeitig eine Karte auf. Und dann muss man jemanden suchen, das sind immer so Würfel abgebildet, dann muss man jemanden suchen, der diese Karte auch hat. Und dann muss man möglichst schnell einen von so großen Schaumstoffwürfeln, die man dann vorher in die Tischmitte gelegt hat, grabben, und dann muss man versuchen, denjenigen, der ja die gleiche Karte hat, mit diesem Schaumstoffwürfel abzuwerfen, und dann kriegt man Punkte dafür. Ja, es ist ein ziemliches, es ist ein Spiel, bei dem man wahrscheinlich nicht sitzen bleibt, was man wahrscheinlich irgendwie im Stehen spielt. Es sollten nicht so viele Getränke drumherum stehen. Ja, quasi ein Partyspiel. Ich bin gespannt, ob das gut ankommt oder ob es dann irgendwie doch lame ist. Ich glaube, man muss auch wieder irgendwie in die Mitte hauen oder man muss irgendwie nur diesen Würfel grabben. Weiß ich gar nicht so genau. Aber ja, fand ich irgendwie ganz interessant. Halt, das ist irgendwie, ja, diese Schaumstoffwürfel finde ich irgendwie eine witzige Idee. Bin ich mal gespannt, ob das ankommt. Ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten. Dann habe ich ein sehr interessantes Spiel bei Frech Verlag gefunden, und zwar 21 Hand Games. Und bei diesem Spiel handelt es sich, so wie ich es verstanden habe, quasi um eine Ninja Academy Version, oder nicht Version, aber ein, ja, so eine Art von Ninja Academy Spiel, bei dem man ja so viele Minispiele hat, was man hier aber quasi nur mit Händen spielt. Also wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es quasi 21 kleine Minigames, die man alle aber mit seinen Händen spielt. Und dann spielt man um Punkte, so quasi im Turniermodus, wie man das bei Ninja Academy auch spielt. Ja, wahrscheinlich irgendwie so Fingerhakeln oder sowas, keine Ahnung, oder ja, weiß der Geier, vielleicht auch Schere, Stein, Papier wird sicherlich auch dabei sein, so als Standard-Finger- oder Handspiel. Ja, ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt, und hoffentlich haben es die Spiele dann in sich und sind ein bisschen lustig. Auf jeden Fall klingt das auch einfach nach einem sehr gelungenen Party-Game, was man dann ja zwischen Lucky Lux und Ninja Academy auch dann einfach mal einstreuen kann, so zwischendurch zur Auflockerung. Ja, finde ich irgendwie cool, werde ich mir auf jeden Fall angucken. Dann habe ich bei Amigo ein kleines Stichspiel gefunden, was eigentlich kein Stichspiel ist, was ich auch ganz interessant finde. Es geht darum, dass wir ja quasi Karten in die Mitte werfen, aber es gibt keinen Stich oder es gibt keinen Bedienzwang im Grunde genommen. Dann läuft es irgendwie so, wer die höchste Karte gespielt hat, der bekommt einfach einen Punkt. Ja, und dann gibt es noch Kartenfähigkeiten. Also dann geht es so in die Richtung Libertalia, Mini-Libertalia. Also wir haben quasi ja so eine Mischung aus einem super einfachen Libertalia mit solchen Kartenfähigkeiten, wo wir auch nochmal Punkte bekommen, je nachdem, was so gespielt wurde. Dieses Valbera oder Valbora oder dieses kleine Spiel, das hatte ja auch so einen ähnlichen Mechanismus. Nur, dass wir ja hier quasi dann nochmal einen Punkt bekommen, wenn wir die höchste Karte spielen. Ja, könnte ganz cool sein. Kommt ein bisschen darauf an, wie die Kartenfähigkeiten sind, ob die irgendwie ja coole Synergien haben, ob das ja tatsächlich dann einfach pures Glück ist oder ob man ein bisschen taktisch spielen kann. Bin ich sehr gespannt drauf. Wenn ich es dann das erste Mal spiele, werde ich euch auf jeden Fall Bescheid geben. Das ist aber auf jeden Fall eins dieser kleinen Stichspiele, Kartenspiele, die ich mir sehr genau angucken werde. Dann freue ich mich auf ein kleines Spiel von Board Game Circus. Da kommt Kintsugi heraus. Kintsugi ist wohl die Art oder die Fähigkeit oder das Handwerk, ja, ich würde sagen eher das Handwerk, quasi zerbrochenes Porzellan oder zerbrochene Pottery, nennt man das im Englischen, wieder
heile zu machen, und zwar mit Hilfe von so Goldrändern oder mit Hilfe von so ja kleinen Goldfugen, sag ich mal. Und ja, das ist quasi so ein Spiel, bei dem wir aufpassen müssen, was wir so sammeln. Also es ist quasi ein Set-Collection-Spiel. Wir wollen ja solche Töpfereien, Pottery sind ja glaube ich Töpfereien, sammeln oder Porzellan oder so Vasen und sowas. Und dann müssen wir aber schauen, klar, die normalen, die heile sind, die geben irgendwie Punkte, aber die können dann irgendwie zerbrechen. Und dann müssen wir irgendwie schauen, dass wir die dann, die zerbrochenen, dann wieder reparieren mit diesen Goldrändern. Und dann sind die halt ja besonders wertvoll. Die sind halt dann viel wertvoller quasi, als sie noch heile waren. Ja, klingt irgendwie ganz interessant. Und vor allen Dingen, ich mag solche Spiele, die so spezielle Themen haben. Das fand ich schon bei Bonsai so cool, dass wir da ja quasi auf die Kunst, diesen Bonsai irgendwie zu züchten, hinausgelaufen sind. Oder ja, da so ein bisschen näher, das uns näher gebracht wurde. Und jetzt haben wir ja dieses Kintsugi-Handwerk. Da, ja, tatsächlich lernt man einfach nochmal auch so ein bisschen was. Und das mit so einem kleinen Kartenspiel verbunden, finde ich richtig cool. Und ja, das hole ich mir auf jeden Fall. Das werde ich mir definitiv angucken und euch dann ja berichten, ob es dann auch so cool ist, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Dann habe ich noch ein Spiel, ja, ein sehr seltsames Spiel für euch. Das habe ich einfach tatsächlich so aufgenommen wegen des Themas, weil ich wirklich gespannt bin, wie das umgesetzt ist. Es geht um Battle Dentale oder Battle Dental oder... ja, auf jeden Fall um das Zahnbattle, um den Zahnkampf. Es ist so, einer spielt einen Goblin und der andere spielt einen Troll. Das ist ein reines Zweispielerspiel. Und die, ja, konkurrieren dann um Zähne aus einem Kiefer oder aus einem Kopf irgendwie. Und der eine, der mag irgendwie ja eine bestimmte Art von Zähnen, weil die irgendwie... weil die Zähne ihn irgendwie an die Oma erinnern, und der andere mag irgendwie andere Zähne, aber in der Beschreibung des Spiels steht, dass man tatsächlich einfach ja sehr taktisch und spielen kann, strategische Entscheidungen treffen kann, den Gegner irgendwie ausmanövrieren kann. Also es ist wohl auch sehr gemein, es gibt wohl eine sehr hohe Spielerinteraktion. Ja, das ist halt so ein Spiel irgendwie, was so 20 Minuten dauert, zwei Spielerspiel. Ich bin sehr gespannt, dass ich habe auch gar keine Vorstellung, wie das Spielmaterial aussieht, aber ja, das ist so ein Spiel, was man sich unbedingt mal angucken muss. Und vielleicht wird das ja irgendwie so ein Superhit, oder ja, vielleicht ist es auch so seltsam und weird, dass es halt ja richtig schlecht wird. Ich habe es auf jeden Fall hier auf die Liste genommen, weil ich super drauf gespannt bin, und ja, ich werde auf jeden Fall berichten, falls ich das dann sehe und spielen kann, wie es denn eigentlich ist. Vielleicht zieht es ja hier sogar ein. Mal schauen. Ja, und das letzte Spiel ist quasi ein kleines Blackjack-Spiel, was ich mir angucken werde, was ich super spannend finde, und zwar geht es um Red Jack von Frosted Games. Frosted Games bringt mit Red Jack quasi ein Blackjack bis 25, mit aber quasi Spezialfähigkeiten und Interaktionen. Das heißt, ja, die Spieler wollen ja quasi parallel zueinander Blackjack spielen, aber es gibt Player Elimination, so ähnlich ja wie man das bei Love Letter hat, während der Partie. Das heißt, ja, wir ziehen irgendwie eine Karte, decken die dann irgendwie auf, und dann können wir irgendwie entscheiden, wollen wir eine Spezialfähigkeit triggern oder wollen wir die irgendwie auf unsere Summe mitmachen. Dürfen natürlich nicht über 25 kommen. Wenn wir 25 genau haben, ist das halt ziemlich cool. Dann können wir halt gewinnen. Oder wir gewinnen halt, wenn alle Spieler ausgeschieden sind. Das heißt, wir wollen mit den Spezialfähigkeiten die Zahlen der anderen möglichst so manipulieren, dass sie dann über 25 kommen. Klingt nach einem ja wirklich sehr interessanten Ansatz zu Blackjack, um das ja alte Casino-Spiel einfach ein bisschen, ja, ein bisschen lustiger, ein bisschen interaktiver zu machen, ein bisschen weniger ernst, sag ich mal. Bin ich sehr gespannt drauf, das werde ich mir definitiv angucken. Das glaube ich wird sogar eins meiner Highlights, deswegen, ja, falls ich das irgendwie hier, ich habe das ja jetzt nicht gerankt, ne, also die sind ein bisschen wahllos zusammengewürfelt hier, die Plätze oder die Reihenfolge, in der ich euch das jetzt hier alles vortrage. Aber ich glaube, wenn ich es ranken müsste, wäre das sogar, glaube ich, auf Platz 1 der am interessantesten Spielen. Ja, das war es quasi mit dieser Liste zu den kleinen und kurzen Absackerspielen hier. Ich hoffe, es war für euch das dabei. Vielleicht seid ihr ja auf der Messe und könnt dort die einzelnen Spiele auch ausprobieren. Oder ihr schaut einfach regelmäßig hier den Kanal, meine Videos dazu. Und dann ja, könnt ihr am Ende schauen, was in den einzelnen Kategorien, ich mache ja definitiv noch weitere Videos in den unterschiedlichsten Kategorien, ja, für euch interessant ist, und dann könnt ihr ja schauen, ob ihr euch die Spiele besorgt oder nicht, oder ob ihr die mal irgendwo mitspielen könnt. Das ist ja meistens das Beste, dass ihr ja quasi die Spiele erstmal irgendwo ausprobiert. Ich mit meinem YouTube-Kanal komme tatsächlich nicht so oft auf den Genuss, das irgendwo mitzuspielen. Ich muss sie mir dann halt irgendwie holen, damit ich euch auch möglichst schnell von berichten kann. Und ja,
Das war es dann quasi mit dieser Vorschau. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, gebt mir einen Daumen nach oben, lasst einen Kommentar, welche Spiele ihr besonders interessant findet aus der Liste. Dann kann ich da so ein bisschen auch während der Messe meinen Fokus drauf legen, dass ich die auf jeden Fall besorge. Also gebt auf jeden Fall Feedback, was ich mir definitiv anschauen soll. Manchmal schafft man ja nicht alles oder manches ist dann auch nicht mehr da, wenn man zu spät kommt. Weiß man immer nicht so genau. Ja, und ansonsten, falls ihr noch ein bisschen Zeit habt, jetzt ein weiteres Video zu gucken, schaut gerne hier. Ich habe hier zwei Vorschläge. Hier oben ein Video und hier unten ein Video. Oder ihr könnt auch einfach auf meinem Kanal ein bisschen stöbern. Ich habe ganz, ganz viele Videos hier zum Brettspielen. Da findet ihr schon was. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich ciao, ciao.